Ja, liebe Freunde, lieber Jan, herzlichen Dank für deinen fundierten historischen Rückblick. Meine lieben Freunde, das erlebe ich häufig am Tag, dass ich durch einen historischen Vergleich bei einer Fraktionssitzung oder einer Vorstandssitzung immer wieder auf die deutsche Geschichte zurückkomme. Ich lerne viel dadurch. Wirklich herzlichen Dank. Hast du wieder mal ganz großartig gemacht. Und ich glaube, es war auch der richtige Einstieg hier in diesen, ich möchte fast sagen, heiligen Hallen, diesen Vortragsabend zu beginnen. Liebe Freunde, Deutschland in Gefahr. Und ich komme jetzt von der Historie hin zu der Gegenwart, möchte trotzdem einen Einstieg mit einem Zitat von Otto von Bismarck, weil dieses Zitat so deutlich macht, wo wir uns gerade befinden. Ich zitiere: Die Neigung, sich für fremde Nationalitäten und Nationalbestrebungen zu begeistern, auch dann, wenn dieselben nur auf Kosten des eigenen Vaterlandes verwirklicht werden können, ist eine politische Krankheitsform, deren geografische Verbreitung sich leider nur auf Deutschland beschränkt. Otto von Bismarck am 26. Februar 1863 im Preußischen Landtag. Kommt dir das bekannt vor? Nur die Parallelen zur aktuellen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, zur Europapolitik, aber eben auch zur Politik der inneren Sicherheit ist doch erstaunlich. Sind wir doch auch heute bereit, die Interessen der anderen über die eigenen Interessen zu stellen, obwohl doch jeder deutsche Bundeskanzler folgende Eidesformel zu schwören hat. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm abwenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Wenn Frau Merkel diesen Eid jemals ernst genommen hätte, dann müsste sie zuallererst die Interessen des eigenen Volkes den Handlungsoptionen unterliegen und diese Handlungsoptionen verstehen und auch danach regieren. Sie tut das nicht. Und liebe Freunde, wer das nicht tut, gefährdet das Wohl des eigenen Volkes und begeht Meineid. Er verrät das eigene Volk, liebe Freunde. Meine Damen und Herren, was hat denn nun diese Vernachlässigung der eigenen Interessen mit einer Gefährdung Deutschlands zu tun, wo wir doch seit Jahrzehnten erzählt bekommen, dass gerade der Verzicht der eigenen Interessen auf die eigenen Interessen darauf den Frieden in Europa sichern und auch noch unseren Wohlstand fördern sollen? Ist das wirklich so? Ich will es in groben Zügen, also vom Großen zum Kleinen, einmal anreißen. Sehen wir uns die aktuelle Außensicherheitspolitik Deutschlands im aktuellen Spannungsfeld auch zwischen den USA und Russland an. Waren wir noch im sogenannten Kalten Krieg klar auf der Seite der USA und wussten wir genau, wo der potenzielle Feind stand, so eiern wir heute zwischen Putin-Hass und Trump-Verachtung ohne eigene klare Zielvorstellung einfach hin und her. Da wir der Ukraine eine EU-Mitgliedschaft suggeriert und Russland nach jahrzehntelanger Osterweiterung der NATO die Annexion der Krim nicht ganz zu Unrecht als völkerrechtswidrig verurteilt, während ein demokratisch gewählter US-Präsident, der, ach was für eine Überraschung, anfängt, seine Wahlversprechen einzuhalten, auf übelste Art und Weise diffamiert. Auf übelste Art und Weise diffamiert und von unserem deutschen Fernsehen tatsächlich permanent beleidigt wird. Das hat es vorher noch nie in dieser Form gegeben. Wir brechen einen damals langsam auf der Erfolgsspur befindlichen Einsatz 2014 in Afghanistan ab. Ich erlaube mir das zu sagen, weil ich dabei war. Opfern mehr als 50 deutsche Soldaten und stellen noch ein paar Jahren fest, auch guck mal, dass wir erneut hier Kräfte mal aufstocken müssen, um den Status quo, den wir vor 4 Jahren aufgegeben haben, wiederherzustellen. Wir fangen also wieder von vorne an. Wollen eigene Ziele nicht folgen. Oder welchen Zielen eigentlich?
Wir sind die Getriebenen. Rein wollen wir nicht, raus wollen wir auch nicht. Wir unterstützen Frankreich in Mali, um letztlich überwiegend nur französische Interessen durchzusetzen. Gleichzeitig setzen wir Russland durch Truppenverstärkungen im Baltikum und unter Druck und beteiligen uns an Sanktionsmaßnahmen gegen Russland, die uns mehr schaden als den Russen. Sagen Sie mir, wo in diesem ganzen Wirrwarr unsere außen- und sicherheitspolitischen Ziele verfolgt wurden oder werden? Sie können es nicht genau. Man kann nur Ziele und Interessen verfolgen, wenn man sie auch irgendwann einmal klar formuliert hat. Das ist nicht hinreichend geschehen und deshalb erleben wir auch in diesem Handlungsfeld der märkischen Flexibilität, die ich allerdings Beliebigkeit ohne jeden Grundsatzbezug nenne. Damit zerstören Sie jede Glaubwürdigkeit bei den eigenen Partnern und verlieren darüber hinaus den Respekt beim Gegner. Das ist eine echte Gefahr für Deutschland. Und trotz allem ist eines sicher: Dauerhaften Frieden wird es in Europa ohne Russland nicht geben können. Und da bin ich bei Helmut Schmidt, dessen Porträt in meinem, ich sage mal Dienstzimmer, es ist ja mein Büro, Dienstzimmer hängt. Zitiere ihn gern: Wer miteinander redet, der schießt nicht aufeinander. Darauf sollten wir uns wieder besinnen. Nichts anderes. Und natürlich in der gesamten Weltpolitik, aber vor allen Dingen auch in der Europapolitik. Der Politik der offenen Grenzen einseitig, nicht einmal vom eigenen Parlament beschlossen, sondern von einer kleinen Führungsriege und an allen europäischen Nationen vorbei zu beschließen, hat die Europäische Union in die tiefste Krise seit ihrem Bestehen gestürzt. Wenn Merkel jetzt innerhalb der nächsten Tage unter Druck der CSU eine gesamteuropäische Lösung der Asylkrise mit ihren unübersehbaren Gefahren finden will, dann fragt man sich, was hat sie denn eigentlich die letzten 3 Jahre getan? Sie muss hinterherkriechen. Sie muss sich das Wohlwollen von Herrn Conti aus Italien holen und sie wird auf die Visegrad-Staaten verzichten müssen. Wo will sie da erfolgreich sein? Wie kann man denn auch von Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei Gefolgschaft erwarten, wenn man sie zuvor selbstherrlich und unter Missachtung ihrer internationalen Interessen, denn die haben noch welche, einfach mal für eine völlig hirnrissige Dauerentscheidung in Mithaftung nimmt? Natürlich wenden sie sich beleidigt und verachtend ab. Nun werden Schlepper und Asylhelfer als das behandelt, was sie tatsächlich sind, als Kriminelle. Danke, Viktor Orban. Und Seehofer, der Horst, der gerne mal abspringt wie ein bayerischer Löwe, aber meist wie eine schlaffe Bettvorlage landet, ist die Landtagswahl in Bayern wichtiger als seine bundespolitische Verantwortung, die er gerade erst übernommen hat. Wir erinnern uns an den Amtseid. Nicht, dass mir die Drohungen gegen Merkel nicht gefallen würden. Aber daran erkennen wir den wahren Charakter der alten politischen Klasse, die nur noch parteipolitisch denkt und auf den eigenen Machterhalt schielt. Denen, liebe Freunde, ist unser Vaterland scheißegal. Europa, insbesondere das immer noch vor Anreizen strotzende Deutschland, ist durch dauerhafte Rechtsbrüche seit Jahren das ersehnte Ziel von Wirtschaftsmigranten, kriminellen Taugenichtsen, Lügnern und Mördern geworden, die unsere Bürger und Töchter jeden Tag in allergrößte Gefahr bringen.
Die wenigsten nehmen zu Recht unsere großzügige Asylgesetzgebung in Anspruch, die längst nicht mehr zeitgemäß ist und schnellstmöglich der Realität angepasst werden muss. Die nächsten Tage, liebe Freunde, könnten einen Paradigmenwechsel auslösen, den wir seit dem Mauerfall nicht mehr erlebt haben. Und das beweist, die AfD wirkt, liebe Freunde. Das hat die AfD bewirkt, niemand anderes. Und dennoch müssen wir an ein friedliches Europa der Vaterländer glauben. An der Souveränität der Nationalstaaten und Bewahrung der kulturellen Eigenheiten festhalten und diesen Zwangsapparat der Europäischen Union in seiner Machtausdehnung in die Schranken weisen. Diesen Unterschied zwischen Europäischer Union und Europa der Vaterländer auf der anderen Seite müssen wir immer in jeder Diskussion ganz deutlich machen, weil der politische Gegner diese beiden Dinge ständig miteinander versucht zu verweben. Genau das, aber es wäre das nicht genug. Meine Damen und Herren, so schlummern die Gefahren der Währungsunion, die viele klugen Ökonomen mittlerweile Haftungsunion nennen, wie ein Damoklesschwert über uns, dem deutschen Volk. Genau das sollten sie aber nie werden. Und man hatte uns versprochen, in die Hand versprochen, liebe Freunde, ich habe noch als CDU-Mitglied Plakate aufgehängt. Ich kann mich daran gut erinnern, als diese Haftungsunion uns versprochen wurde, dass es sie nicht geben wird, dass wir niemals die Schulden der anderen übernehmen würden. Und dennoch war der Fehler schon in der Entstehung angelegt. Wer sich daran erinnert, versteht die aktuelle Situation viel besser. Denn um die starke D-Mark und die noch stärkere Bundesbank zu entmachten, verkaufte uns Helmut Kohl die Aufgaben dieser souveränen Stärke als Friedensprojekt. Und er kaufte sich damit die Zustimmung der Franzosen zur Wiedervereinigung. Ökonomisch sinnvoll war sie nie. Wir werden, wie wir an der Entwicklung von Griechenland und Italien heute sehen, aber ihre Gefährlichkeit haben wir wohl damals und viele bis heute unterschätzt. Franzosen, da gibt es doch was, richtig? Da steigt ein neuer Heilsbringer, wie Phönix aus der Asche. Gewissermaßen ein Obama für Arme. Und schlägt ein gemeinsames Finanzbudget und einen gemeinsamen Finanzminister vor. Wer den wohl stellen soll? Und Merkel ist bereit, den nächsten Sargnagel in den Sarg der Souveränität unseres Landes zu schlagen. Nachtigall oder Macron, ich höre dir trapsen. Das ist der offene Angriff auf die Finanzautonomie der Nationalstaaten. Dagegen müssen wir uns mit allen Mitteln wehren. Unser Geld muss, wird und wird in Berlin verwaltet und nicht in Brüssel, liebe Freunde. Das einzige Friedensprojekt entwickelt sich mehr und mehr zum Spaltpilz Europas. Der Spruch, stirbt der Euro, stirbt Europa, entpuppt sich als Propagandalüge, wie ehedem die irre und verantwortungslose Dummheit von wir schaffen das. Nun könnte man ja sagen, liebe Freunde, das ist ja alles nicht so tragisch. Hier geht es doch letztlich nur um Geld, obwohl bekanntermaßen die Freundschaft bei Geld aufhört. Aber neben dieser für viele noch latente Gefahr ist die Gefahr, über die ich jetzt sprechen möchte, sehr real. Sie ist auch durch Slomka und Kleber nicht mehr wegzudiskutieren und schön zu kommentieren. Sie heißt illegale Zuwanderung, sie heißt Terrorismus, sie heißt Islamismus, sie heißt Kriminalität, sie heißt Vergewaltigung, Mord und Totschlag. Und das annähernd jeden Tag, überall in unserem Land. Und keine Region bleibt verschont. Wenn ich eingangs kurz die äußere Sicherheit unter bewusster Auslassung der leider geschundenen Bundeswehr und ihrer Restfähigkeiten angesprochen habe, dann mögen das für viele noch sehr abstrakte Gefahren sein. Sie finden im Fernsehen statt, weit weg, surreal, irgendwie bestenfalls in der Zeitung, wegschaltbar. Doch immer mehr Bürger machen nicht nur mittelbar, sondern auch unmittelbar Goldstückerfahrungen.
von denen sie gehofft hatten, dass es sie gar nicht gibt. Aber, liebe Freunde, die Gefahren und Übergriffe, die wir mittlerweile im Handlungsfeld innere Sicherheit, auch in Rheinland-Pfalz, hautnah erleben, waren vor kurzem noch Tabuthemen. Und wer sie ansprach, war nicht nur etwa nur ein gemeiner Rechtspopulist, nein, er war mal mindestens ein Ausländerfeind oder Rassist, ein Nazi sowieso. Wir haben mit der dauerhaften und unkontrollierten Zuwanderung von unbekannten Personen mit unbekannten Absichten in unbekannte Gebiete dieser Republik das trojanische Pferd ins Land gelassen. Wir haben das trojanische Pferd ins Land gelassen und damit die größte Gefahr seit dem Kalten Krieg, ohne jede Not, die Türen geöffnet. Das rächt sich nun. Liebe Freunde, als wir in dem Alter unserer Kinder waren, da galt es unter uns Jungs als völlig unangemessen, völlig unehrenhaft, eine Rangelei, nicht etwa mit der bloßen Faust oder mit der Körperkraft, sondern mit einem Messer auszutragen. Diese Form der Auseinandersetzung war verpönt und in unserem mitteleuropäischen Kulturkreis ein absolutes Tabu. Das hat sich nach der massenhaften illegalen und aus archaischen Gesellschaftssystemen eingedrungenen Zuwanderern massiv geändert. Auch und verstärkt in unsere Schulen, meine Damen und Herren. Wer mit dem Messer tötet, mordet gezielt und kaltblütig, kann sich auf eine Affekthandlung nicht mehr zurückziehen. Eine kleine Anfrage von mir hat ergeben, dass in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr mehr als 400 Körperverletzungen und schwere Körperverletzungen mit Messereinsatz begangen wurden. Das heißt, dass jeden Tag Menschen in diesem Land mit Messern verletzt oder irgendwie schwer verletzt wurden. Wer waren die Täter? Wo kommen sie her? Warum tun sie das? Wir haben das Ministerium gefragt und es musste antworten. Allein die Frage, wissen Sie, allein die Frage riecht ja schon nach Fremdenfeindlichkeit. Und Rassismus natürlich auch, aber Tatsache ist, dass diese Straftäter zur Hälfte nicht Deutsche sind. Das ist so. Täter, die keinen deutschen Pass haben. Der Migrationshintergrund von diesen Passbesitzern wird nicht festgehalten. Allen voran sind die Täter Syrer und Afghanen. Gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil in Rheinland-Pfalz waren diese Nationalitäten bis zu 17-fach überrepräsentiert. Abdul ist also 17-mal krimineller als Jürgen und Michael. Und Abdul und Ali waren meist der Polizei vorher als gefährliche Personen bekannt. Diese Zahlen stammen aus dem zentralen Melderegister der Polizei, werden jedoch nicht in die polizeiliche Kriminalitätsstatistik ausgewiesen, da der Einsatz von sogenannten Hieb-, Stoß- und Stichwaffen eben nicht in die Statistik passt und aufgenommen wurde. Deshalb hat die AfD-Fraktion im April beantragt, dass Straftaten, die mit solchen Waffen begangen werden, in den Katalog der Kriminalitätsstatistik aufgenommen werden sollen. Warum sage ich das? Eine, liebe Freunde, wie ich meine, völlig logische und nachvollziehbare Forderung, die man stellen kann und muss im Sinne der Sicherheit unserer Bürger. Aber das Ergebnis war leider wie so oft. Und deshalb sage ich es hier, weil ich Ihnen darstellen will, wie diese politische Klasse, der wir nicht angehören, damit umgeht. Die CDU, die im Grunde ja eine annähernd gleiche Haltung dazu haben sollte, reichte schnell einen sogenannten Alternativantrag ein. Damit sie unserem Antrag nicht zustimmen musste und enthielt sich am Ende ihrer Stimme. Die Regierungsfraktionen haben natürlich grundsätzlich abgelehnt. Nun kann man das als parteipolitisch clever, parteipolitisch motiviert, parlamentarische Spielchen abtun. Aber was sich hier wirklich offenbart, ist ja etwas ganz anderes. Wenn es hier nicht um die Sicherheit unserer Bürger gehen würde, um eure Sicherheit und um die Sicherheit unserer Kinder, wenn der Amtseid nicht nur ein Lippenbekenntnis sein soll, sondern eine gewissenhafte Übernahme von Verantwortung, dann kann der Innenminister weder sagen, dass die Straftaten in Rheinland-Pfalz seit Jahren nicht mehr so niedrig gewesen sind, noch
darf die Ministerpräsidentin fahrlässig behaupten, Rheinland-Pfalz sei sicher, liebe Freunde. Das ist einfach die Unwahrheit. Und angesichts der steigenden Bedrohung, und das sind nicht die Wohnungseinbrüche, die ich meine, wäre Transparenz und eine schonungslose Bewertung der Lage erste Ministerpflicht. Als Innenminister, nicht als SPD-Vorsitzender. Rheinland-Pfalz ist eben nicht sicher. Wenn gerade Körperverletzung, schwere Körperverletzung, sexuelle Belästigung und Vergewaltigung dramatisch zunehmen. Es ist eine Lüge und eine Verhöhnung der Opfer und letztlich auch eine indirekte Ermutigung der Täter. Die noch viel größere Gefahr, die auf die noch arglosen Bürger zukommt, versteckt sich doch hinter salbungsvollen Worten der Imame, hinter der geheuchelten Fassade der Islamverbände, hinter den Kampfbegriffen Integration, Vielfalt und Buntheit. Die islamistische Terror, gegen den ich vor wenigen Jahren in Afghanistan tausende Kilometer von hier entfernt gekämpft habe, ich habe damals wirklich geglaubt, ich kämpfe besser dort als hier zu Hause. Und nun ergibt sich es, dass wir womöglich irgendwann hier zu Hause kämpfen müssen. Sickert nun ohne nennenswerte Gegenwehr unter zwar leiser gewordener, aber immer noch hörbaren Willkommensrufen der Altparteien in Europa und Deutschland weiter ein. Es ist doch der helle Wahnsinn, dass wir nun regelmäßig 220.000 Analphabeten mit 1.000 Familienangehörigen eindringen lassen wollen, während jedes Jahr über 100.000 deutsche Leistungsträger unser Vaterland auf Nimmerwiedersehen verlassen. Das rechnen wir doch nur mal weiter, wie sich irgendwann die Verhältnisse so verändern werden, dass hier nur noch Leistungsempfänger sind und die Leistungsträger in der Minderheit. Dublin IV soll nun den Durchbruch ins Paradies Deutschland auf direktem Wege öffnen. Ja, ist die Dame denn völlig von der Rolle? Und natürlich, liebe Freunde, ist das auch ein reales Gefahrenpotenzial für unser beschauliches Rheinland-Pfalz. Jedes Großereignis wird mittlerweile zur Festung ausgebaut. Jedes Volksfest muss vor LKWs und Bombenattentaten gesichert werden. Unsere Schulen entwickeln sich mittlerweile zu gefährlichen Orten und unsere Töchter können eigentlich nur noch unter Begleitschutz in die Disco. Hier stehen besonders die sogenannten Gefährder im Fokus der Tatverdächtigen. Gefährder, nur mal so zur Erklärung, sind Personen, bei denen der akute Verdacht besteht, dass sie Straftaten, welche dazu dienen, die innere Sicherheit erheblich zu gefährden, also Terror, zu begehen, bereit sind, aber den letzten Schritt zur Tat noch nicht vollzogen haben. Also in rechtlicher Hinsicht nicht belangbar sind. Zwischenzeitlich gab es im vergangenen Jahr 12 Gefährder in Rheinland-Pfalz. Eine Zahl, die sich stetig verändert, da sich diese Personen weiterhin frei bewegen und ungestört durch Rheinland-Pfalz durch, nach Deutschland, aus Deutschland raus, in Europa frei bewegen können. Diese Personen sind zwar behördlich bekannt, deren Auflagen und Aufenthaltsorte, aber nur teilweise. Und deshalb ist die Zahl der deutschlandweit bekannten Gefährder auch viel relevanter, weil diese auch jederzeit nach Rheinland-Pfalz ein- und ausreisen können. In 2017 sollen sich insgesamt in Deutschland 760 islamistische Gefährder in Deutschland aufgehalten haben. Tendenz, wie mittlerweile nicht mehr zu verbergen ist, permanent steigend. Meine Damen und Herren, wir Älteren können uns noch an die Bader-Meinhof-Bande erinnern, an die RAF. Das waren 25 bis 40 gefährliche Leute. Und wie wir dort reagiert haben, Helmut Schmidt damals als Bundeskanzler. Heute wissen wir von etwa 780, und die Dunkelziffer ist ja viel höher, von Leuten, die bereit sind, sich hier in die Luft zu sprengen oder andere Attentate zu begehen. Gerade islamistische Gefährder, sonstige Extremisten und Terroristen nennen sich selbst Krieger Gottes und haben Deutschland mit ihrem fanatischen und guerillaartigen Kampf unserem Wertesystem und unserer Gesellschaft den Krieg erklärt. Gegen einen Feind, der den Tod nicht scheut, ihn ja geradezu herbeisehnt,
wird es sehr schwer, mit den verfügbaren Mitteln des Rechtsstaates und mit den Mitteln unserer Sicherheitskräfte wirksam dagegen anzugehen. Die Rechtsmittel unseres Staates sind für Verbrecher und Ganoven ausgelegt und nicht für selbsternannte Gotteskrieger, die im Inneren kämpfen wie Soldaten. Wir haben mit der dauerhaften, unkontrollierten Zuwanderung von unbekannten Personen und unbekannten Absichten eben das trojanische Pferd ins Land gelassen und damit die größte Gefahr des Kalten Krieges ohne Not die Türen geöffnet. Hier ist für den Gastgeber, den Gesetzgeber dringender Handlungsbedarf geboten, denn die Bayern, auch angesichts der bevorstehenden Landtagswahl ganz sicher, plötzlich erkannt haben. Die Polizei in Rheinland-Pfalz wird derzeit im militärischen Kampf angebrütet, weil die Erkenntnisse mittlerweile so erdrückend sind und nicht mehr wegzudiskutieren sind. Polizeiseelsorger machen sich mittlerweile Sorgen, dass sie angesichts der bevorstehenden Kampfsituation unsere Polizeibeamten traumatisiert werden können. Ja, das kann man. Diese Sorgen mache ich mir auch. Und ich sage euch, wir werden bald die Feiertage und die Freitage nach dem Gebetsszenen erleben. Dagegen war der G20-Gipfel eine Stuhlkreisveranstaltung von linksgewirkten Sozialarbeiterinnen, liebe Freunde. Der Innenminister versucht, die Anpassung von Ausrüstung und Ausbildung als kluge, in der Lage angepasste Leistung zu verkaufen, ohne allerdings zu sagen, dass er selbst und seine 16%-Partei zu den größten Verursachern genau dieser Bedrohungslage zählen. Merkel, er und seinesgleichen haben den Feind ins Land gelassen. Eigentlich ist völlig klar, wer dem Feind hilft, liebe Freunde, begeht Hochverrat. Nun könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass Kämpfer, die sich selbst als Krieger und Soldaten bezeichnen, die sich nach eigenen Angaben in einem heiligen Krieg befinden, auch als feindliche Soldaten behandelt werden könnten. Das würde die Behandlung nach Kriegsvölkerrecht bedeuten und somit eine kürzeren Prozess und die spätere Internierung als Kriegsgefangene quasi auf eigenen Wunsch möglich machen. Schöne warme Inseln im Mittelmeer billig zu verpachten oder billig zu pachten müssen doch zu finden sein. Abschiebeinseln außerhalb Deutschlands könnten unsere Bürger vor dem Schlimmsten bewahren. Man muss es nur wollen, liebe Freunde, man muss es nur wollen. Was viele im Übrigen längst verdrängt haben, die USA haben und wenden dieses Recht, das Kriegsvölkerrecht, seit dem 11. September erfolgreich an und lassen es nicht zu, dass diese Irren in Massen ihre Bürger bedrohen. All diese Gefahren haben ihren Hintergrund, hat es früher so nicht gegeben. Und sind die existenziellen Herausforderungen unserer Zeit. Seit der Öffnung unserer Grenzen haben sich zunehmend, vor allem durch mangelnde Kontrolle, kriminelle Brennpunkte, Bandenmilieus entwickelt, die die innere Sicherheit gefährden. Ganze Regionen, vor allem in Ballungsräumen, werden von ausländischen Clanstrukturen überwuchert und von Familien nicht deutscher Herkunft übernommen. Es entsteht immer mehr Parallelgesellschaften, die sich nicht mehr an unser Rechtssystem gebunden fühlen und die Scharia als geltendes Recht mitten in Deutschland ausleben wollen. Im selben Maße, wie der islamistische Terror auf uns zugreift und uns gefährdet, so ist der alltägliche linke Terror geradezu politisch gewollt und gesellschaftsfähig geworden. Fast monatlich ist die Antifa durch ihre Gewaltexzesse in den Schlagzeilen. Fast wöchentlich kann man von Verfolgung, Verleumdung oder politisch motivierten Straftaten gegen gewählte Mandats- oder Amtsträger der AfD oder neben nicht-linker Politiker lesen. Der Innenminister selbst verschärft die Lage noch, indem er als SPD-Landesvorsitzender gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund linksradikale und gewaltbereite Extremisten der Antifa zu Gegendemonstrationen aufruft und sie scheinheilig begrüßen lässt. Gegendemonstrationen, aus denen heraus seine Polizisten mit Sprengsätzen angegriffen und teilweise schwer verletzt werden. Eine groteske Situation. Der Innenminister steht auf der Demo mit der Antifa, die gleichzeitig seine Polizei angreift. Das muss man sich mal vorstellen. Und lassen Sie mich zum Fall Susanna kommen. Der Fall Susanna zeigt, wie durch ein Brennglas, den fast typischen Werdegang eines sogenannten Flüchtlings,
und das Versagen unserer Behörden. Ali Bashar kam von der Welle einer besoffenen Humanität getragen im Spätsommer 2015 über die Türkei, Griechenland und die sogenannte Balkanroute rechtlich illegal nach Deutschland. Im Oktober 2015 überquerte er, wieder unbehelligt, die deutsche Staatsgrenze. Kontrolliert oder registriert wurde er nicht. Er reiste mit seiner achtköpfigen Familie und folgte, wie hunderttausende andere auch, dem uneingeschränkten und törichten Willkommensruf der Bundeskanzlerin und ihren Mitläufern. Erst im September 2016, also ein ganzes Jahr nach seiner Ankunft aus einem sicheren Drittstaat, stellt er einen Asylantrag. Darin gibt er als Schutzgrund an, dass er sich in seiner irakischen Heimat von der kurdischen PKK verfolgt werde und um sein Leben fürchten müsse. Heute wissen wir, eine glatte Lüge. Das BAMF erkannte Bashars Gründe trotz der doch eher lockeren Bearbeitungsmentalität nicht an und lehnte seinen Asylantrag im Dezember 2016 ab. Seiner drohenden Abschiebung stellte sich der Iraker mit Hilfe eines Asylanwalts im Januar 2017 entgegen und ihm wird durch die Ausländerbehörde eine Duldung ausgestellt. Diese Klage, das ist der eigentliche Skandal, diese Klage wurde bis zum Mord an Susanna, also anderthalb Jahre später, nicht einmal bearbeitet und war ohnehin nur auf Zeitgewinn angelegt, da sie von vornherein ohne Begründung eingereicht war. Reichen Sie mal bei einem deutschen Gericht eine Klage ein ohne Begründung. Die kriegen Sie aber postwendend wieder um die Ohren gehauen. Aber hier funktioniert das. Hier funktioniert das. Schlamperei? Nein, das ist leider der üblich gewordene Lauf der Dinge in unserem Rechtsstaat, in dem jeder Parksünder und GEZ-Gebührenverweigerer die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommt, aber kriminelle Personen mit Samthandschuhen angefasst werden und auch noch Prozesskostenzuschüsse erhalten, anstatt endlich die Voraussetzungen zu schaffen, diese Leute festzusetzen und maximale Konsequenzen zu ziehen. Aber womit verbringt ein junger Ali seine alimentierte Duldungszeit als angeblich verfolgter Schutzsuchender? Ein Blick in die Polizeistatistik hilft. Bashar beteiligt sich an Schlägereien und Raubüberfällen, bespuckt Polizistinnen, soll an der Vergewaltigung einer 11-jährigen Deutschen beteiligt gewesen sein und, weil man von dem bisschen Kohle, kann man nun wirklich nicht leben, dealt er nebenbei mit Rauschgift am Bahnhof. Für keine dieser Taten wurde er zur Rechenschaft gezogen oder in Untersuchungshaft gesteckt, obwohl die Tatbestände dafür ausreichend gewesen wären. Nachdem er Susanna geschändet und getötet hat, reist er geordnet und erneut unbehelligt mit der ganzen Familie aus Deutschland wieder aus, in den Irak wieder ein, dorthin, wo er doch angeblich die PKK auf ihn lauert und ihm und seiner Familie Lebensgefahr droht. Den Rest kennen Sie aus den Medien. Aber ich fürchte, von dieser Art von Biografien werden wir noch viele kennenlernen, mit oder ohne Kinderleichen. Diese ständigen Beschwichtigungen, diese immer wiederkehrende Relativierung, das kollektive Wegsehen, das alles, liebe Freunde, ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer und ihrer Angehörigen. Wer glaubt, solche Taten als ständige Einzelfälle verharmlosen zu können, handelt fahrlässig, verantwortungslos und nimmt weitere Morde dieser Art billigend in Kauf. Es müssen endlich Konsequenzen gezogen werden aus dem Mord der letzten Zeit, denn die Fälle wirken doch wie ein Brennglas verfehlter Asylpolitik. Zeigen Sie doch in ihrer Entstehung und auch in ihrem Verlauf geradezu symptomatisch das politische und in der Folge auch behördliche Versagen. Susanna und Mia könnten noch leben, wenn die Verantwortlichen auf allen Ebenen. Susanna und Mia könnten noch leben, wenn die Verantwortlichen auf allen Ebenen rechtzeitig ihre ideologisch verblendete Haltung gegen eine realistische Lagebeurteilung eingetauscht hätten. Liebe Freunde, Deutschland ist in Gefahr und diese Gefahr greift auf allen Ebenen auf uns zu. Sie kommt immer näher
und immer mehr Menschen spüren sie unmittelbar. Es ist unsere historische Mission, uns diesen Gefahren entschlossen entgegenzustellen. Wir haben nur diese eine Chance. Kämpfen wir jetzt für die Zukunft unseres Landes, für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Wenn wir nicht bald handeln, kann es zu spät sein. Bleiben Sie aufrecht und gesund. Gott schütze unser Vaterland. Applaus